Heute bereiten wir uns für jegliche Schweinereien zum Übergießen eine Vanillensoße. Wir benötigen 2 Eier, eine Vanillenstange, Mondamin, feine Speisestärke, Schlagsahne, Milch und Zucker. Und nicht zu vergessen, unsere Prep and Cook. So, zunächst den Misch- und Rühraufsatz einsetzen. Dann 250 ml Milch. Jetzt nehmen wir die Hälfte der Vanillenschote und schneiden sie in der Mitte mit einem scharfen Messer auf. Jetzt aufklappen, sodass wir ans Vanillemark kommen und jetzt mit einem scharfen Messer das Vanillemark aus der Schote kratzen und in die Milch geben. Nichts verschwenden ist teuer. So, jetzt die Schlagsahne, 200 ml, hinzufügen. Deckel drauf und mit dem Dessertprogramm Stufe 4 90 Grad und wir reduzieren auf 5 Minuten, denn wir wollen einfach nur die Milch und die Schlagsahne erhitzen. Jetzt eine Tasse nehmen, dort einen kalten Schluck Wasser hineingeben und einen gestrichenen Esslöffel von der Mondamin feinen Speisestärke hineingeben. Jetzt noch 2 gehäufte Esslöffel Zucker hinzufügen und das Ganze verrühren. Jetzt 2 Eier trennen und die 2 Eigelb in die Speisestärkemasse hineingeben. Das Ganze verrühren, bis es schön sämig geworden ist. Und dann in die erhitzte Milchsahne hineingeben. So, ohne Stopfen, mit dem Dessertprogramm wieder 5 Minuten Stufe 94 Grad. So, und nach 5 Minuten ist unsere Vanillensoße fertig. Wir wünschen einen guten Appetit.